Hey, es ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und heute möchte ich mal über das Thema reden, welche Lot-Size denn überhaupt die richtige für dich ist. Ja, ich bin ja gerade auf einem Autobahn-Rastplatz und das ist jetzt denkbar schlechteste Wetter zum Autofahren. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, wenn der mal scharf stellt. Also naja, auf jeden Fall ist es super stark am Regnen, aber ich habe hier auch mein Stativ dabei, werde jetzt mal die Kamera aufbauen, dann wollte ich über ein, zwei Themen hier reden und die Wartezeit nutzen. So, ich habe jetzt einen guten Platz gefunden für das Stativ und ich sehe sogar, dass die Belichtung gar nicht mal so schlecht ist hier in dem Karren. Und genau, ich wollte heute über das Thema reden, Lot Size, weil es ist immer so die Diskussion, beziehungsweise im Trading geht es ja darum, möglichst viel Gewinn zu machen. Und da sind Leute natürlich schnell beeindruckt, wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel 100.000 Euro Gewinn gemacht oder 50.000 Euro Gewinn gemacht oder so. Aber worüber ich jetzt mal reden möchte, ist die Lot Size. Und zwar hängt das ja ganz stark, also das eine hängt ja ganz stark mit dem anderen zusammen. Das heißt, je größer deine Lot Size ist, desto mehr Gewinn kannst du logischerweise machen. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung, weil wenn du eine profitable Strategie machst, die theoretisch erstmal Gewinn macht, dann wirst du natürlich mehr Geld verdienen, wenn du mehr riskierst oder größere Volumen handelst. Also soweit sollte man das ja verfolgen können. Deswegen ist es auch, finde ich, unlogisch, immer zu schauen, wie groß wirklich der absolute Gewinn ist und wie viel Geld jemand gemacht hat, sondern es ist viel wichtiger, darauf zu schauen, wie viel Rendite man im Endeffekt gemacht hat, also prozentual und wie man da hingekommen ist. Das heißt, es gibt natürlich auch solche Strategien, die extrem darauf ausgelegt sind, dass man extrem viel Geld gewinnt, aber die haben natürlich extrem hohe Risiken und es kann sein, dass die Kapitalkurve so absolut extreme Sprünge macht und das will man natürlich erstmal nicht, sondern es ist natürlich viel schöner, wenn man so eine relativ stabile Kapitalkurve hat und da ist es meiner Meinung nach auch besser, auf ein bisschen Rendite zu verzichten. Beziehungsweise, was heißt besser? Das muss man relativieren. Man muss sich im Vorfeld klar machen, was man haben möchte, ob man sehr viel Rendite haben möchte oder ob man eher ein stabileres System haben möchte, was auch längerfristig dann Renditen erwirtschaften kann. Deswegen ist immer die Überlegung, möglichst viel Gewinn zu machen, ein bisschen unlogisch. Und da kommen wir wieder zurück zur Lot Size. Wenn ich jetzt gefragt werde, welche Lot Size ich empfehlen würde, dann würde ich tatsächlich sogar sagen, nimm die kleinstmögliche Lot Size, die du irgendwie wählen kannst. Und das hat verschiedene Gründe, weil, also zumindest am Anfang würde ich das empfehlen. Weil am Anfang solltest du sowieso erstmal auf dem Demokonto traden, aber wenn du dann aufs Live-Konto wechselst, sollst du die kleinstmögliche Lot-Anzahl nehmen, die du nehmen kannst. Weil du musst dich ja erstmal ans Live-Handeln gewöhnen und es ist komplett egal, ob du jetzt eine hohe Lot-Size hast oder eine kleine, ob du viel Gewinn machst oder ob du wenig Gewinn machst. Am Anfang würde ich erstmal das Augenmerk darauf richten, dass ich überhaupt Gewinne mache und dass die Kapitalkurve relativ vernünftig aussieht und dass man jetzt halt nicht zockt. Das heißt, da geht es erstmal darum, das ein bisschen kennenzulernen, sage ich mal. Und nicht direkt alles oder nicht zu spielen, weil da hast du im Endeffekt gar nichts von. Und selbst, das ist ja eigentlich so ein bisschen mein Lieblingspunkt eigentlich, selbst wenn du mit kleinen Lot-Size handelst, kannst du extrem viel Geld mit dem Handeln verdienen. Und zwar, wenn du einfach es schaffst, über einen längeren Zeitraum auf einem Live-Konto gut zu handeln, dann ist das natürlich ein super Track-Record, den du hast, den du auch vorweisen kannst. Damit hast du was in der Hand, was die meisten nicht können. Das ist unglaublich wertvoll. Schau dir zum Beispiel mal Social-Trading-Sachen an. Und mit Social Trading, ich weiß nicht, ob das von manchen Leuten belächelt wird, aber du kannst da richtig Geld rausziehen. Und ich weiß das aus Erfahrung, also aus guten Quellen auf jeden Fall, dass man da richtig Geld rausziehen kann, selbst wenn man mit sehr kleinen Konten handelt. Das heißt, mit 1.000, 2.000 Euro, wenn du damit handelst, aber gut im Social Trading bist, kannst du pro Monat locker 5.000 bis ja, 10.000 Euro, je nachdem, das ist jetzt realistisch, wenn du sehr, sehr gut bist und bei allen Social Trading Anbietern am Start bist, kannst du auf jeden Fall sehr viel Geld rausziehen und weshalb solltest du jetzt unbedingt deine eigene Lot Size so unglaublich hochschrauben und ja Sachen riskieren, die du überhaupt nicht riskieren musst. Also, meine Überlegung zur Lot Size oder meine Empfehlung zur Lot Size, wähl die Lot Size so gering wie möglich. Wenn du nur darauf aus bist, dein eigenes Kapital zu handeln, musst du die Lot Size irgendwann logischerweise erhöhen und dann solltest du es aber auch immer in den Schritten machen, dass du dich wohl damit fühlst, weil es geht ja immer noch um Trading, was die spekulativste Anlageform ist im Endeffekt und dabei sollte man immer darauf achten, dass das Kapital, was man einsetzt, dass man das theoretisch komplett verlieren kann und es einem dann nicht schlechter geht. Also ich hoffe, dass
dir das so ein bisschen weitergeholfen hat. Also handel vernünftig, handel erstmal mit kleiner Lot Size, ziel vielleicht sogar eher auf Social Trading, um damit extrem viel Geld zu verdienen, als dass du jetzt dein eigenes Kapital komplett riskieren musst. So, ich bin raus, bis dann, ciao, ciao.